Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem wir uns im letzten Video durch den Suppression Room geschlagen und anschließend den dritten Boss namens Brutlord Lashlayer in den Dreck geschleudert haben, folgen nun die drei Drachenbosse Firemaw, Ebonrog und Flamegore, welche teilweise sogar Loot-Pinatas wegen ihrem leichten Schwierigkeitsgrad genannt werden und sich auch noch ein Model sowie zwei Fähigkeiten teilen. Bei diesen Bossen muss der Tank den Schuppenumhang von Onyxia tragen, da diese sonst die Schattenflamme nicht überleben. Ein Milis empfehle ich das genauso, auch wenn es nicht so zwingend notwendig ist. Da diese drei Drachen mit etwas Vorwissen und der richtigen Taktik zu den einfachsten Bossen aus BWL zählen, fasse ich diese drei in einem Video zusammen. Falls ihr mich kostenlos supporten wollt, lasst doch mega gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank auf jeden Fall. Nachdem ihr also Brutlord Lashlayer in die ewigen Jagdgründe befördert habt, öffnen sich die Tore in Richtung des nächsten Raumes. Bevor ihr jetzt aber zu den besagten Drachenbossen kommt, erwarten euch Trashpacks, die meiner Meinung nach nicht ganz ohne sind. Die Trash-Gruppen bestehen ungefähr aus zwei Hexenmeistern, 10 Techniker, Aufsehern sowie Zauberbinder der Pechschwingen. Gehen wir aber mal im Schnelldurchlauf durch, was diese können und anschließend eine kleine Taktik, wie ihr diesen entgegentreten könnt. Die Hexenmeister hauen euch Schattenblitze um die Ohren, casten einen AOE-Feuerregen und beschwören Fellguards, welchen von Hexern aus eurem Raid gebannt werden können. Die Goblin-Techniker haben super wenig Leben, werfen dafür aber Flächenschaden, machen es Dynamit auf Spieler, die sich in der Nähe befinden. Die Zauberbinder sind immun gegen jede Art von Magie, können euch in ein Eichhörnchen verwandeln und verursachen Feuerschaden in Nahkampfreichweite. Die Aufseher können spalten und haben starke Magieresistenzen auf alle 5 Magiearten, bis auf eine, die dafür verstärkt ist. Welche Magieart besonders Schaden macht, ist allerdings zufällig und für jeden Aufseher unterschiedlich. Als kleines Beispiel, einer ist so gut wie gegen Feuer resistent, bekommt dafür deutlich mehr Schattenschaden. Der andere ist so gut wie gegen Schattenzauber resistent, bekommt dafür aber umso mehr Frostschaden rein. Ich erkläre euch heute also mal eine relativ einfache und sichere Variante, diese aus dem Weg zu räumen, wenn diese auch vielleicht nicht die schnellste ist. Der Pull und die Koordination ist hier die halbe Miete. Cleart erstmal die obere Etage aus dem Suppression Room komplett, dort in der ihr auch den Boss davor getötet habt, um genügend Platz zum Kiten zu haben. Teilt jetzt erstmal alle Targets auf die Tanks auf, bis auf die Techniker-Goblins. Der Pull schaut dann wie folgt aus. Ein Hunter schießt auf die Goblins und kitet diese Richtung Ende des Suppression Rooms. Die Goblins teilen sich einen Agro-Pool. Bedeutet, habt ihr von einem die Agro, habt ihr von allen die Agro. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das First Target jetzt sind für alle bis auf ein bis zwei ausgemachte Hexer und alle Magier die Hexmeister der Pechschwingen, da diese Portale spawnen, aus denen Fellguards erscheinen. Diese werden dann von den übrig gebliebenen Hexer verbannt. Parallel können die Magier und ein bis zwei Hexenmeister die Techniker wegbomben, nachdem die Hunter diese dann etwas nach hinten und weg vom Raid gezogen haben. Stellt euch vielleicht am besten ungefähr so hin, wie auch im Hintergrund zu sehen. Wenn auch diese umgefallen sind, geht es dem Aufseher bzw. Zauberbinder an den Kragen. Diese werden davor von abgemachten Tanks mit dem Rücken zur Gruppe und allgemein vom Raid weggedreht getankt. Seid zudem vorsichtig, da im ersten Raum nach Brutlord Lashlayer der erste Boss namens Firemaw patrouilliert. Kommen wir nun auch zugleich zum besagten ersten Drachenboss namens Firemaw, welcher außerdem auch der schwerste ist. Die Positionierung und die Spotrotation der Tanks ist hier das A und O. Die Tanks müssen zudem unbedingt den Schuppenumhang von Onyxia tragen, da diese sonst sicher sterben werden. Für die Nahkampfschadenklassen ist dieser nice to have, aber nicht unbedingt zwingend notwendig. Firemaw hat eine Phase mit drei Fähigkeiten, sowie die anderen zwei Drachenbosse auch. Einmal besagte Schattenflamme, wofür er den Umhang benötigt, um den Dot zu umgehen. Einmal ein AE-Debuff, welcher Feuerschaden macht und sich alle paar Sekunden erhöht und stackt. Ihr könnt und müsst diesen wieder loswerden, indem ihr aus der Sicht des Drachen rennt. Dazu aber gleich noch mehr. Und die dritte Fähigkeit ist der Flügelstoß, welcher exakt alle 30 Sekunden alle Spieler vor dem Kopf wegkickt und die Aggro reduziert. Bevor das allerdings passiert, muss ein Off-Tank den Boss abspotten, den Flügelstoß kassieren und der Main-Tank spottet wieder zurück. Der Tank pullt Firemaw und stellt sich in die linke Ecke des Gitters. Eure Heiler müssen euch noch von der anderen Seite des Raumes sehen können, dürfen aber nicht in der Sicht des Bosses sein. Sobald Flügelstoß nur noch wenige Sekunden entfernt ist, rennt der zweite Tank zu den Gittern, spottet den Boss ab, bekommt den Flügelstoß ins Gesicht, der Main Tank spottet wieder zurück und der zweite Tank rennt wieder hinter die Säule. Richtige Kanonenfutteraufgabe also. Die Nahkämpfer machen Schaden, bis sie ungefähr 5 Stacks des Debuffs haben. Kommt natürlich auf euer Equipment sowie eure Heiler an. 4 bis 5 Stacks am Anfang ist aber, finde ich persönlich, ein guter Richtwert. Wenn ihr also besagte 5 Stacks habt, rennt ihr hinter die Säule, verbindet euch und wartet, bis die Stacks abgelaufen sind. Die Heiler sind in zwei Camps eingeteilt. Einmal die Seite, die den Main Tank und die Ranged DDs heilen und einmal das Camp, welches mit auf die andere Seite rennt, um die Nahkämpfer zu heilen. Ihr steht als Main-Tank-Heiler so, dass ihr euren Tank noch seht, den Boss aber nicht mehr, was bedeutet, dass ihr den Dot nicht mehr abbekommt, da ihr nicht in Sicht des Bosses seid. Ihr müsst euch bei richtiger Positionierung des Tanks in diesem Kampf keinen Meter bewegen.
Priester schildet gerne den Off-Tank, sobald dieser den Flügelstoß abbekommt, beziehungsweise den Main-Tank vor der Schattenflamme. Die Ranged-DDs stehen neben den Heilern und hauen nach der Damage-Go-Ansage drauf, was geht. Wenn ihr 5 Stacks habt, kommt ihr einen Schritt nach rechts und lasst den dort auslaufen, verbindet euch in der Zeit und spart euren Heilern Mana. Nachdem Firemaw am Track liegt, erwartet euch wieder mal echt unangenehmer Trash. Bereits im ersten Raum warten 3 Aufseher der Todeskrallen sowie eine Würmwache. Die Aufseher kamen bereits schon vor und werden wie vorhin auch von Kriegern übernommen und mit einer bestimmten Magieart getötet. Schön vom Raid wieder wegdrehen. Es empfiehlt sich, sie mit Jägern zu den vorgesehenen Kriegern zu ziehen. Die Würmwache ist allerdings neu. Sie ist ebenfalls gegen eine bestimmte Schadensart besonders anfällig, hat allerdings noch zusätzliche Eigenschaften. Sie läuft relativ schnell, kann also nicht von Jägern durch simples Wegrennen gekitet werden. Sie hat eine Flächenbetäubung, die so ähnlich die der Rassenfähigkeit der Tauren ist. Zudem hat die Würmwache eine Fähigkeit namens Brutkraft, welche sich je nach Farbe unterscheidet. Hier gibt es Rot, welche Feuerschaden via Dot macht, Schwarz macht direkten Feuerschaden, Blau verringert die Angriffsgeschwindigkeit um 50%, verursacht Frostschaden und verbrennt auch noch Mana. Grün betäubt das Ziel, der Krieger verliert dadurch auch noch seine Agro, weswegen mindestens ein zweiter Tankermob sein muss, sowie zu guter Letzt Bronze, was das Ziel in einem Sandsturm festhält. Der zweite Boss nennt sich Ebonrog und ist wahrscheinlich der einfachste. Dieser castet wie alle der 3 Drachen die Schattenflamme und hat ebenfalls den Flügelstoß. Die beiden Fähigkeiten könnt ihr euch also wirklich für alle 3 Drachen merken. Die dritte Fähigkeit ist ein Debuff namens Schattenschwingen Schatten. Wenn der aktuelle Main Tank von diesem getroffen wird und der Boss diesen anschließend trifft, heilt der Ebonrog für 25.000 HP pro Hit. Eure Krieger können da gerne auch einfach falls geskillt einen Mortal Strike draufballern, um gegebenenfalls die Heilung zu reduzieren. Er wird von der oberen Plattform gepult, beziehungsweise er patrouilliert automatisch die Schleife nach unten und wird dann in der Ecke getankt. Hier solltet ihr am besten mit 3 Tanks mit dem Rücken zur Wand in einem Art Dreieck stehen. Bei dem Debuff Schattenschwinges Schatten mit dem Heileffekt für den Boss muss direkt ein anderer Tank übernehmen und spotten, da er sich sonst bei jedem Hit einfach selbst heilt. Schaut am einfachsten auf euer Deadly Boss Mods Addon und teilt im Vorfeld ein, wer wann spottet. Vor dem Flügelstoß kann natürlich auch, wie beim Boss davor, im Vorfeld abgespottet werden. Die Ranged-DDs und Heiler stehen bei dem Kampf in einem Camp und befinden sich beim Pull bis zur richtigen Positionierung außerhalb des Sichtfelds vom Boss. Sobald dieser richtig steht, geht's nach vorne. Teilt die Heiler auf die Tanks auf, die Ranged-DDs und Midis achten auf die Aggro und ja, das war's eigentlich. In dem Fight sollte kein anderer Spieler bis auf die Tanks Schaden bekommen. Echt eigentlich relativ einfach. Der letzte Drache nennt sich Flamegore und kann, wie wer hätte es gedacht, ebenfalls die Schattenflamme sowie den Flügelstoß. Als dritte Fähigkeit kann dieser Raserei, das ist dieselbe wie auch Magmadar, also der zweite Boss aus dem geschmolzenen Kern, macht. Ihr braucht also einen Hunter mit einlullenden Schuss. Er wird an der exakt selben Stelle von 3 Tanks getankt wie auch der Boss davor, also schön von oben ins Eck ziehen. Der Flügelstoß wird auch hier davor abgespottet. Wenn dann Raserei geht, machen die Hunter einlullenden Schuss. Ihr erkennt das daran, dass der Drache etwas größer wird. Die Jäger einfach, wie auch bei Magmadar, die Schussreihenfolge einhalten. Die Ranged-DDs und Heiler machten genau dasselbe wie beim Boss davor, also wirklich extrem einfach. Also nochmal zusammengefasst, Main-Tanks immer den Schuppenumhang tragen, die Milis können das auch tun, allein zwecks dem addierten Feuerwiderstand. Alle 3 Drachen haben dieselben 2 Fähigkeiten, besagte Schattenflamme sowie den Flügelstoß, der Schaden zufügt, euch kickt und die Aggro um 30% reduziert. Alle 3 Bosse sind spottbar. Die Positionierung ist bei Firemaw das A und O. Bei Ebonrog spotten die Tanks, um die Heilung des Drachen zu umgehen. Bei Flamegore schauen vor allem die Hunter auf den einlullenden Schuss. Ach ja, vergesst nicht Meister Elementarformel Krixix als Priester zu Mind-Controllen. Bei ihm können alle Raid-Mitglieder lernen, das Elementium-Erz, was man für Thunderfury benötigt, zu verhütten. Der Hard-Mode wäre dann definitiv einfach die beiden letzten Bosse gleichzeitig zu machen. Ihr seht schon, in Classic ist wirklich alles möglich. Der Guide ist also echt nur dafür da, dass ihr versteht, um was es geht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben und vielleicht da sogar ein Abo da. Schreibt mir zudem mal in die Kommentare, wie es bei euch so im BWL läuft und ob ihr allgemein noch andere Alternativtaktiken habt. In diesem Sinne, viel Spaß bei den Drachenbossen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.